So, was geht ihr Freunde, Schatz? Willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute zu einer Deckvorstellung und zwar für ein Post-Banless Gladiator Beast Video, was von euch ja gewünscht wurde und hier ist es. In dem Fall spiele ich es auch mit dem Sechsel Waffen-Skill, weil der Skill ist, der ist schon geschaffen praktisch für dieses Deck. Man kann ja schön viel ein paar Stufe 4 reinstopfen, insbesondere der Andel, den man ja zum Beispiel mit den Rescue Rabbits sehr gut holen kann, direkt Utopia. Und dann auch einfach nur Stufe 4 rausspammen, wovon wir hier genug drin spielen, kann man easy diesen Skill drin benutzen. Also dieser Skill, den kann man in richtig vielen Decks gut spielen. Aber was kann das Deck allgemein? Das Deck ist, also die meisten Monster haben den Effekt, wenn sie gebattelt haben oder angegriffen wurden, dass sie sich ins Deck zurückmischen und dann einfach einen anderen holen. Das hat fast jeder, eigentlich sogar jeder. Der Vespasian zum Beispiel, wenn er noch durch ein geiles Monster gespecialt wird, kriegt er nochmal 500er Push. Und er kann sich, wenn ein Gladiator Monster Beast angegriffen wird, kann er sich auch Free Specialen und dann triggert sich natürlich sein Effekt auch, dass er 500 ATK dazu bekommt, weil er durch seinen eigenen Effekt gespecialt wurde. Ich spiele noch Rescue Rabbits. Wenn ihr sie auch habt, zweimal vielleicht sogar, könnt ihr sie auch gerne drin spielen und dann vielleicht gegen den Mormillo austauschen. Der ist halt nur praktisch, weil der auch noch das Monster schießen kann, wenn er gerufen wird. Ist echt nett manchmal. Wenn ihr sie jetzt zweimal habt, umso besser. Und wenn ihr den dreimal habt, auch umso besser. Spielt sie dann auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Dann könnt ihr auch den zum Beispiel rausschmeißen und dann einfach ein paar Vierer rein spammen. Das ist alles möglich. Auf jeden Fall Rescue Rabbit kann sich normal, dann sich selbst benchen, dann zwei normale Monsterstufen für ein niedriger Spezial beschwören. Damit kann man zum Beispiel schon seine beiden Andals holen, wenn man sie nicht gerade auf der Hand hat. Er hier kann, wenn er Spezial beschworen wird, durch einen, natürlich wie einen Gladiator Meat Sponsor, kann er einen Gladiator Gladiator Beast Monster in seinen Friedhof wählen und Spezial beschwören. Seine Effekte werden zwar negated, aber das ist ja komplett egal. Das ist dann trotzdem auf dem Feld. Der beste Harry ist natürlich das Target für den Gazeros und wenn er gerufen wird durch den Gladiator Beast Monster, kann er mit Zaubernfalle schießen, was echt nice sein kann. Er konnte ja wie gesagt Monster schießen. Er kann nichts, er ist einfach ein Beatstick und einfach mit Material gut für zum Beispiel Unexpected Die. Dadurch kann man, wenn man keine Monster kontrolliert, ein normales Monsterstufe für ein niedriger Spezial beschwören. Was er natürlich sein kann natürlich dann wieder direkt für die Kontaktfusion bzw. für Exis-Beschwörung alles genutzt werden, ist alles kein Problem. Die Zurückweisung der Gladiatoren ist eine recht gute Karte. Sie kann nämlich, es ist ein Continuous Spell, der findet, dass deine Monster getargetet werden können, außer während der Battle-Phase. Das ist aber meistens egal, wenn man vorher alles wegmacht. Und wenn ein oder mehr Gladiator-Monster spezial beschworen werden vom Main-Deck, egal wie, kann man ein Gladiator-Monster von seinem Main-Deck auch nochmal spezial beschwören. Das halt einen unterschiedlichen Typ hat als das eigene Monster, aber das haben die meisten, also da kriegst du schon was hin. Das ist nicht schwierig. In die Verteidigung wohlgemerkt. Dann haben wir noch den Sturmangriff der Gladiatoren, durch die kann man auf eine Kartenhöhe der Anzahl der Gladiator-Monster, die man kontrolliert, schießen und sie hier kann, wenn ein Gladiator-Monster auf dem Feld liegt, ist die Effekte von einer Karte annullieren. Ne, nur von Effektmonstern, Entschuldigung, mein Fehler. Dann haben wir den Geyserus, ich würde sogar sagen, die tun wir raus und dann tun wir den zweimal rein, der ist besser. Er wird durch Bestiarium den Gladiator-Monster geholt. Und man braucht keine Poli für die ganzen Fusionen, das muss ich auch noch sagen. Wenn er Spezial schon hat, kann er zwei Karten schießen, was echt nett ist. Und er kann sich auch aufsplitten nach der Battle-Phase und dann bis zu zwei Gladiator-Monster Spezial beschwören. Er ist einfach ein guter Beatstick, wird aus drei Gladiator-Monstern geholt. Er wird auch keine Poli verwendet, er kann durch den Kampf zerstört werden und kann, wenn er angreift, bleibt er unberührt. Beziehungsweise kann der Gegner nichts aktivieren und er kann sich auch aufsplitten und dann auch wieder zwei holen. Er wird aus dem Vespasian, also aus den hier und drei weiteren geholt. Er ist auch ein relativ guter Beatstick, braucht auch keine Poli und kann einfach Spielzug die Aktivierung eines Monster-Effektes negaten. Und ich kann das Angriffsziel bestimmen, was der Gegner angreifen soll. Das heißt, er sagt jetzt, ich greife jetzt den Kleinen hier an, ich sage dann nur, du greifst den Großen hier an. Also das ist recht praktisch. Abyssbewohner einfach um ein bisschen zu negaten, vom Friedhof kann echt praktisch kommen, um lästige Monster loszuwerden und den Utopia hat für den Sechsel-Skill, der ja nochmal einen Utopia-Ray hinzufügt und der ja dann noch eine Sechsel-Waffe-Monster ziehen lässt, wenn man will und das auch spezial beschwören lassen will. Könnt ihr jetzt hier mal gucken, hier sind einige. Idealerweise ist es ein Vierer, um dann direkt auf Utopia und Utopia-Ray gehen zu können, es sei denn, man schafft es, zwei Vierer aufs Feld zu bekommen, dann kann man sich die Sechsel-Waffen natürlich unabhängig davon suchen und dann einfach an seinen Utopia- bzw. Utopia-Ray ausrüsten. So, ich habe dann jetzt vier Replays für euch. Ich würde sagen, in den ersten zeige ich euch mal, was die Grundkombos sind und dann könnt ihr euch noch die drei anderen so reinziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach nochmal einen kurzen Schnitt. So, hier kann ich euch am einfachsten das Grundprinzip dieses Decks zeigen.
Durch die Zurückweisung hätten wir jetzt ein Gladiator-Monster bekommen. Wir haben auch ein Rettungskaninchen gehabt, das war perfekt. Wir haben es aufs Feld gelegt, gebanished und dann zwei Andals geholt. Und durch den Effekt von ihr können wir was speziell beschwören. Wir haben die Bestiari als Follow-up genommen. Haben aber auch nochmal Abyssbewohner geholt, für den Fall, dass er irgendwelche Friedhofseffekte hat, die ja bei Lightsworn durchaus möglich sind. Wir aktivieren direkt in der Draw-Phase den Effekt, was er hat natürlich Lightsworn gespielt. Das hat uns natürlich sehr gut in die Karten gespielt. Eine Wasserlauffalgo und damit unsere Mormello weggemacht, was nicht schlimm ist. Konnte dann jetzt ein bisschen angreifen, haben den Effekt nochmal genutzt, um ihn halt zu behindern. Das ging natürlich, er konnte unser Monster banishen. Ich glaube, er macht unseren Mormello weg, um halt noch ein bisschen Damage zu machen. Genau. Das war kein Problem. Wir haben auch noch einen Sturmangriff, das heißt, wir konnten den Michael auf jeden Fall wegmachen. Haben nicht angegriffen für den Fall, dass er Destiny Draw hat. Wir wollten ja nichts riskieren. Jetzt hat er eine Dark Calorie gerufen. Das war echt interessant. Wir haben unseren Vespasius aus Feldgurtigen Effekt. Wir konnten unseren Sechse-Waffen-Skill benutzen. Der in dem Fall aber, glaube ich, nicht so viel gebracht hat. Also er hat ihn zwar weiter angegriffen, aber jetzt können wir als Follow-up natürlich Utopia Ray benutzen. Und er konnte nichts dagegen machen, weil er kann ja nur annullieren, wenn es Monster sind, die ihn targeten. Und das Coole ist, Utopia Ray targetet nicht. Das heißt, man kann Utopia Ray trotzdem benutzen und damit einen OTK machen. Und er kann das nicht annullieren. Und deswegen konnten wir mit Utopia Ray jetzt einen OTK machen. Aber ich glaube, er hat vorher aufgegeben, wenn ich mich nicht irre. Ja, er hat aufgegeben. Wir hätten eh gewonnen, also er hätte nichts dagegen gemacht. Also, ich würde sagen, das war ein GG. So, ich habe dann jetzt noch drei Replays für euch, aber die könnt ihr euch jetzt noch so ansehen, ohne mein Face. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei und vergesst nicht auf das Abo zu drücken. Ich habe nämlich gesehen, dass noch fast über 50% noch nicht abonniert haben. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch noch auf den Kanal abonniert. Und kommt auch gerne auf unseren Discord, da reden wir sehr viel über neue aktuelle Decks und allgemein auch über was die Meta so gerade angeht. Genießt das restliche Video, ich sag da mal ciao ciao.